Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja gut, das ist die Sendung von Dominik Feusi und Markus Somm. Bern einfach spezial mit Diana Moser von der GLP, Nationalrätin Kanton Zürich, und dem Gregor Rutz von der SVP, auch Nationalrat vom Kanton Zürich. Und beide wollen Ständerat werden. Nächsten Sonntag, das ist also in ein paar wenigen Tagen, ist die zweite Wahlgang von der Ständeratswahl. Diana, total nervös oder völlig gelassen oder völlig auspumpet? Nein, aber es ist jetzt natürlich ein langer Wahlkampf. Wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs. Ich meine, die Nomination als solches war im letzten Herbst. Es ist dann auch mal gut, wenn nicht mehr Wahlkampf ist, sage ich jetzt mal. Aber ich mache eigentlich das gerne. Ich gehe gerne unter die Leute, bin gerne in Debatten. Ist eigentlich total in Ordnung. Es ist dann einfach auch, sagen wir es mal, natürlich ist ein gewisser Druck, und es ist dann gut, wenn das klar ist und man wieder kann einfach von der Debatten einfach in die politische, inhaltliche Arbeit gehen. Wegen dem bin ich ja in der Politik und ich nehme noch die meisten anderen auch. Und Gregor, wie ist es bei dir? Bist du langsam ausgeredet oder fällt dir noch etwas ein, einmal zu sagen? Weil das ist ja, glaube ich, schon das Wahnsinnige, dass man eben wirklich sehr viel reden muss, oder? Nein, es fällt mir also immer noch etwas ein, wenn ich gefragt werde. Und ich habe schon wieder Veranstaltungen und Referate gemacht für nach den Wahlen. Ich mache das einfach gern. Ich bin gern bei den Leuten, und das, glaube, das muss man auch, wenn man Politik macht. Aber rundum sind alle ein bisschen nervös, stelle ich fest. Und darum ist es dann allweg schon gut, wenn es einmal der Wahltermin ist. Also gut, das ist jetzt Bern einfach spezial. Das ist, ich weiss nicht, ob das letzte grosse Duell ist von euch zwei, aber wir reden jetzt vor allem über drei wichtige Themen, die wir finden, das ist wichtig für die Schweizer Politik: Migration, Energie und Europa. Dominik, übernehmen wir mal. Ja, Migration, das erste Thema. Wir haben 9 Millionen Menschen in diesem Land. Es gibt mehrere Treiber, es gibt den Asylbereich, es gibt Personenfreizügigkeit, es gibt ein Unbehagen. Das haben auch die Wahl im Nationalrat gezeigt. Und die Frage ist ein bisschen, wenn ihr Ständerat werdet, wie geht ihr das Thema an? Was soll man bei diesem Thema machen, bei diesen verschiedenen Bereichen, wo Treiber sind? Diana Moser vielleicht. Es sind ja wie zwei unterschiedliche Bereiche. Genau. Es ist die Fluchtmigration und das andere ist die Arbeitsmigration. Und was quasi die Arbeitsmigration anbelangt, ist es ja primär auch wichtig für unseren Wirtschaftsstandort und für unseren Wohlstand, dass wir die Fachkräfte haben, die wir brauchen. Und dort kann man einen Bereich vor allem ansetzen, dass man sagt, wir probieren das inländische Arbeitskräftepotenzial auch besser zu mobilisieren. Das heisst, ich sage immer, ein wesentlicher Faktor auch vom Erfolgsmodell Schweiz ist schlussendlich, dass sich Schaffen auch so lohnen bei uns. Und da haben wir jetzt gerade auch für die Mittelstandsfamilien die Realität, dass oft ein höheres Pensum sich auch faktisch einfach nicht lohnt. Das ist mit Vereinbarkeit, das hat mit der Besteuerung zu tun, wo einfach eine Progression drin hat, wo schlussendlich man eigentlich das Geld, wo man mehr verdient, wieder muss abgeben muss. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich nicht gut ist. Das müssen wir steuern, denke ich, sozusagen. Also die Individualbesteuerung zum Beispiel ist natürlich ein Ansatz, wo faktisch in der Konsequenz eine Steuersenkung ist und wo meiner Meinung nach wirklich auch notwendig wäre, dass wir da einfach die negativen Arbeitsanreize, die wir haben, können beheben. Da muss man ehrlich sein, das wird nicht das Gesamtproblem beheben, aber es kann Druck rausnehmen. Das heisst, man sagt etwa bis 2030, sagt man, gibt es über einen Fachkräftemangel von 300'000 Personen, und da könnte man etwa bis 100'000 abdecken. Das ist einfach ein Bereich, der meiner Meinung nach Entlastung bringen würde. Und dann, die FDP fordert einen Vollarbeitsabzug. Also Leute, die 100% arbeiten, sollen belohnt werden, indem sie einen zusätzlichen Abzug machen können, weil ja, wer voll schafft, auch voll in die AHV, BVG und so weiter zahlen. Das ist ein Vorstoss von Damian Müller, genau. Glaube ich. Ja, es ist immer das mit den Abzügen, finde ich, ist immer ein bisschen heikel, weil man eigentlich ein bisschen etwas anderes erreicht von dem, was man will. Aber ich finde zum Beispiel schon, dass, wenn man jetzt über die negativen Arbeitsanreize redet, finde ich, kann man durchaus darüber reden, wo man eigentlich eine Ausrichtung macht an Vollzeitäquivalenz. Also, dass man eigentlich sagt, jetzt geht bei Krankenkassenvergünstigungen etc., dass man sich überlegt, ja, woran orientiert man dann eigentlich die Entlastungen, wo man hat auf den Kosten, die man hat als Familie. Und dort, glaube ich, gibt es schon Potenzial. Ehrlicherweise, ob jetzt das die Lösung ist, dass man nochmal einen Steuerabzug macht. Also Teilzeitschaft ist eigentlich asozial, weil er die AHV nicht stützt, oder? Ja, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen einfach, ehrlicherweise. Ja, nein, Das klingt mir jetzt fast sozialistisch, Dominik Feusi. Nein, aber was mich interessieren würde, Progression. Nur schnell, einfach das Normale ist doch, dass
die arbeiten wollen, und ich glaube, das muss ja politisch eigentlich Ziel sein, dass die wollen erwerbstätig sein, dass die nicht bestraft werden dafür, dass sie mehr erwerbstätig sind. Weniger Steuern zu und oder? Also die Individualbesteuerung, du würde natürlich Arbeitsanreize setzen, wo schlussendlich auch eine Steuerreduktion ist auf dem Individuellen. Und ich finde einfach, dort ist wie, das ist einfach eine politische Rahmenbedingungsfrage. Okay. Und die müssen wir anpassen. Und wenn wir das nicht machen, dann wird es einfach schwierig sein, schlussendlich die Fachkräfte abzudecken, und dann werden wir noch mehr Zuwanderung haben. Und das gibt eine Spirale, die sehr ungesund ist. Also gut, Gregor Rutz, kann man das Problem lösen mit Individualbesteuerung? Also was sind wirklich die Frage ist mal Migration gewesen, ja. Oder? Genau. Dort sind wir gestartet. Aber ich fange jetzt auch an mit dieser Klammerbemerkung. Ich staune. Ich meine, es ist ja eigentlich, müssten wir jetzt noch viel länger Wahlkampf machen, weil was Diana Moser da plötzlich für gute Ideen hat. Das ist gar nicht plötzlich. Das ist immer, weil bei uns natürlich die Leute bürgerlich. Ich bin absolut bereit, dass wir Steuersenkungen machen. Ich stelle einfach fest, meistens bin ich oder sind meine Parteien sind wir die Einzigen, die das wollen. Oder? Was die Abzüge anbelangt. Meine Krankenkassenabzüge haben wir im Kanton Zürich, auch jetzt etwa die dritte Initiative. Ich könnte mich also nicht erinnern, dass ihr das unterstützt hättet. Pendlerabzüge und so weiter. Alles Sachen, die man die Leute mehr belastet heute, die das Arbeiten nachher am Schluss teurer machen. Ich finde auch, das geht nicht, dass die arbeiten, am Schluss noch draufzahlen und der Mittelstand, das sind die immer das Zwei auf dem Rücken haben. Aber die Steuern und Abgaben, das kommt zu einem substanziellen Teil von euch her. Aber das ist die andere Perspektive. Wir sind ja bei der Migration eigentlich. Genau. Wir haben über den Fachkräftemangel geredet. Und ich stelle einfach fest, es ist immer die gleiche Argumentation. Wir brauchen Zuwanderung, um den Fachkräftemangel zu lösen. Wir haben Zuwanderung mehr denn je seit Jahren. Und der Fachkräftemangel verschwindet nicht. Er wird immer grösser, weil das eine Spirale ist. Oder? Und der Punkt ist der, Zuwanderung ist überhaupt nicht gesteuert. Und wie absurd das Ganze ist, ob das jetzt Arbeits- oder Fluchtmigration ist, das verläuft ja heute vielfach ein bisschen ineinander. Das Absurde ist, wenn man jetzt mal heute anschaut, Deutschland. Oder? Deutschland sagt, nein, Grenzkontrollen sind wichtig, die illegale Migration müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Es geht nicht, dass da irgendwelche Leute von der Schweiz auf Deutschland kommen, die da nichts zu suchen haben, wie die eigentlich sich illegal auf dem Terrain bewegen. In der Schweiz fordern wir schon lange, dass wir Grenzkontrollen machen, weil wir genau wissen, vom Süden her kommen 10'000 illegale in die Schweiz. Das wäre an sich ein Straftatbestand. Man erfasst die Leute nicht, man lässt die laufen, man sagt, gehen einfach weiter und tun uns keinen Ärger machen, etc. Das hat man überhaupt nicht im Griff. Und man hat immer noch keinen Grund offenbar, zum Grenzkontrollen einführen. Deutschland macht es, Österreich, Frankreich, alle anderen Länder sind da längst über Bücher und sagen, man müsste da irgendwie eine gewisse Kontrolle haben. Aber ehrlicherweise, und, Gregor, muss man doch sagen, ihr habt gesagt, keine 10 Millionen Schweiz. Und da, was du jetzt sagst, hat ja viel mit dem Asylbereich zu tun. Jetzt rein von den Zahlen her ist das natürlich nicht so wesentlich. Ich finde, Asylpolitik ist ein Ärgernis aus verschiedenen Gründen. Aber rein zahlenmässig ist es Personenfreizügigkeit mit der EU, die am meisten zur Zuwanderung hinführt. Und dort frage ich mich schon, was ist dort eure neue Antwort, also, ausser der Verkünden? Langfristig stimmt es schon, aber wenn man das jetzt anschaut, im Moment stimmt es nicht. Oder? Also aus dem Asylbereich haben wir viel mehr Leute gehabt letztes Jahr als von der Personenfreizügigkeit. Also, dort waren es etwa 83'000 gewesen, allein so viele sind aus der Ukraine gekommen, plus noch 52'000 Illegale, die ich vorher gesagt habe, plus noch die 25'000 Asylbewerber. Also wenn man das alles zusammenrechnet, muss man sagen, es sind doppelt so viele aus dem Asylbereich als von der Personenfreizügigkeit. Und bei der Personenfreizügigkeit ist das, was ich immer gesagt habe. Es hat einfach zwei Seiten. Oder? Man redet immer von Fachkräftemangel. Das ist eine total oberflächliche Argumentation und Diskussion. Wir müssen mal zeigen, dass das eben so nicht geht. Oder? Es ist null Steuerungsmöglichkeit da. Und wir müssen die Zuwanderung irgendwie steuern. Sonst kommen wir nicht aus dem Schlamassel raus. Sonst brauchen wir immer noch mehr Fachkräfte. Und wir brauchen auch mehr Wohnungen, mehr Schulhäuser, mehr Autobahnen und so weiter. Und da frage ich mich dann, was daran ökologisch ist, oder? Wenn man immer alles mehr aufblasst und das ganze Land zubetoniert. Also, wenn du die Zahlen siehst, Diana, oder, hast du nie irgendeine gewisse Unruhe und das Gefühl, ja, also irgendwie, das ist jetzt jedes Jahr ist sehr viel, wir müssen es doch irgendwie steuern. Ist das nicht vernünftig? Einfach zu sagen, der kleinste Anteil von der Migration ist Fluchtmigration. Aber es ist das, was meistens die Leute beschäftigen, weil es natürlich irgendwo auch aber kulturelle Fragen gibt. Das stimmt doch, das ist einfach eine Realität. Und ich finde aber, dort muss man auch sehr genau anschauen, dass man wirklich auch, ich bin sehr, sehr dafür, dass man sehr eine konsequente Umsetzung macht vom Asylgesetz. Ich sage immer, wir haben eine humanitäre Tradition. Die Leute, die Schutz brauchen, sollen können da hinkommen. Sie müssen sich aber auch integrieren, wenn sie recht haben, da zu bleiben. Da muss man konsequent sein. Da haben wir sehr streng Asyl- und Integrationsgesetz, Ausländer- und Integrationsgesetz, das ich gut finde. Und wer kein Recht hat, der muss das Land wieder verlassen. Das aber ist völlig. Aber du bist gegen eine Rückführungsoffensive gewesen.
Ich bin selbstverständlich dafür, dass wir die Leute, die da sind, wieder ins Land verlassen müssen. Und wir haben jetzt gerade jetzt eine Diskussion gehabt. Wir sind zusammen in der Staatspolitischen Kommission, wo man schaut, wie kann man eigentlich den im internationalen Vergleich sehr hohen Anteil von Rückschaffungen noch weiter erhöhen. Alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, macht ja unser Asylsystem völlig unglaubwürdig. Und es kann überhaupt nicht in die Schweiz kommen, wer einfach Lust hat. Aber es ist eine Trennung. Also, wir haben vorher über Personenfreizügigkeit. Ich finde, es ist wirklich auseinanderzuhalten. Politisch wird immer wieder vermischt, weil es halt einfach eine Vermengung gibt in der Diskussion und weil es vor allem emotional auch vermengt wird. Und ich bin einfach nicht der Meinung, also du hast mich gefragt, ob ich kein ungutes Gefühl habe. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die Angst haben vor Migration. Ich finde, aber es geht um das auch um Kosten. Oder? Weil wenn wir jedes Jahr in der Stadt wie eine Winterthur praktisch integrieren neu, es geht die Infrastruktur, bauen. Wir haben zu wenig Leute dafür, es geht nicht um das, da hat kein Mensch Angst, das finde ich jetzt auch wieder ehrlich gesagt Sammelmärchen. Es gibt niemanden, der Angst hat. Die Sorgen machen. Ja, das kann ich verstehen. Wir haben Probleme mit dem, wir haben Schulen, die völlig überlastet sind, wir haben keine Lehrer mehr und so weiter. Das würde ich gerne mal wissen. Einfach, muss man da nicht einmal umdenken und sagen, hey, irgendwie müssen wir doch das wieder können, rational irgendwo steuern, weil wir sind das einzige Land in Europa, das so stark betroffen ist von der Zuwanderung. Muss man auch mal ehrlich sagen. Also für Personen, ich rede nur von der Personenfreizügigkeit. Wir sind das einzige Land, wo natürlich, weil wir drei Sprachen haben, wo unsere Nachbarn sprechen, sind wir viel stärker betroffen. Gibt es da keine Vorschläge von der GLP, sondern findet ihr einfach nach uns die Sintflut oder was? Jetzt musst du aber, ich habe vorher gerade gesagt, was zum Beispiel jetzt stopp. Ich habe gesagt, 300'000 ist die Nachfrage und 100'000 weiss man, könnte man schon an Inländer stecken. Das ist Fachkräftepotenzial, das wir ausbilden. Und schlussendlich haben wir heute mittlerweile, wo wir schon ausgebildet haben, wir haben mittlerweile heute nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auch einen Arbeitskräftemangel. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ukrainerinnen und Ukrainer anschaut, haben wir sehr einen tiefen Anteil an Personen, die in der Schweiz sind und eigentlich in Arbeitsmärkte integriert sind. Es ist, glaube ich, irgendwie um die 14%. Vielleicht ist es jetzt wieder noch ein bisschen höher. Aber man hat zum Beispiel Holland, wo irgendwie über 80% ist. Und da muss man jetzt sagen, das sind nicht andere Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Holland sind, als in der Schweiz. Also wir könnten schon auch einen Teil besser machen, um das abdecken in der Schweiz. Was ich mich einfach dagegen wehre, und zwar mit Händen und Füßen, ist, dass man anfängt, jedes Problem, das man hat in diesem Land, wie das natürlich die SVP macht und voller Herzblut, wie das Teil ihrer politischen Programm ist, ist jedes Problem zu reduzieren auf Zuwanderung. Also. Dass es einen Anteil gibt, auch jetzt bei dem Wohnungsmarkt, das ist unbestritten, das ist selbstverständlich, aber irgendwo muss man dort einfach auch ehrlich sein mit der Bevölkerung. Es ist aber nicht alles und es ist auch bei der Mobilität nicht alles. Und die Reduktion, wo man nachher dann Personenfreizügigkeit dafür instrumentalisieren, wo man genau weiss, dass man das schlussendlich Teil auch von einem Paket ist, wo man kann ja oder nein sagen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Man kann ja oder nein sagen. Ich finde ich einfach schlussendlich ein bisschen unehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Risiko, dass ihr mich jetzt für langweilig haltet, aber ich würde doch gerne einfach nochmal Zahlen sagen. Mhm. Oder? Also die pauschale Aussage, Fluchtmigration ist der kleinste Anteil. Wir haben letztes Jahr gegen die 80'000 Leute aus der Ukraine. Wir haben über 25'000 Asylgesuche gehabt und wir haben 52'000 illegale Aufgriffe gehabt, sogar noch ein paar mehr. Oder? Macht nach Adam Riese irgendetwas gegen 160'000. Und parallel dazu haben wir 83'000 aus der Personenfreizügigkeit netto. Also Entschuldigung, es sind doppelt so viele. Also ist deine Antwort, Gregor, dass man jetzt in dem Fall die Ukraine-Flüchtlinge nicht aufnehmen soll? Nein. Kann man machen? Nein, Moment jetzt. Einfach bei den Fakten bleiben. Faktum ist, der ganze Asylbereich ist doppelt so gross wie Personenfreizügigkeit. Das sind einfach Zahlen, oder? Zweitens, Falschaussage. Das ist einfach eine Ausnahmesituation wegen der Ukraine. Das so beispielhaft sind mit Warum haben wir so viel mehr Rückführungen prozentual als die anderen Länder? Ist ganz einfach, weil bei uns fast keine Leute zurückgeführt werden müssen, weil jeder aus irgendeinem Grund eine vorläufige Aufnahme bekommt. Und die werden ja dann rausgerechnet. Das werden nur die gerechnet, die wirklich zurückgeführt werden müssen, weil die Verwaltung keinen Grund findet, die da zu behalten, oder? Und darum sind wir besser. Das stimmt auf dem Papier ja alles nicht, wenn man es genau anschaut. Also das sind einfach ganz heikle Aussagen. Und das Dritte ist, habe ich Angst oder habe ich nicht Angst? Ich habe Angst, ehrlich gesagt. Wenn ich auf Deutschland schaue, wenn ich auf Belgien schaue, wenn ich auf Frankreich schaue, was kann daraus entstehen bei ungesteuerter Zuwanderung? Oder? Wir sehen jetzt in Essen oder, die Demonstration, oder, die Leute, die da das Kalifat wollen im Nahen Osten. Völlig absurd, oder? Männer und Frauen demonstrieren getrennt, oder? Die Polizei völlig machtlos. Das,
die Sicherheit, die öffentliche Sicherheit entgleitet in diesen Städten. Und warum? Weil man über Jahre hinweg die Leute einfach hat lassen, nicht geschaut hat, nicht zurückgeschafft hat, nicht geschaut hat, wer hat wirklich einen Grund, um da zu sein und wer nicht, nicht geschaut hat, wer wird straffällig und wer muss raus, Stichwort Ausschaffungsinitiative etc. Und das sind die Themen, die wir seit Jahren thematisieren und nicht, weil wir Freude haben daran und nicht, weil wir das Gefühl haben, da kannst du Wahlen damit gehen und so, sondern weil wir eben sagen, dass Politiker auch unangenehme Punkte aufgreifen müssen. Und das sind Sachen, die ans Lebige gehen. Weil das macht am Schluss die Kultur von der Schweiz kaputt. Wir diskutieren im Moment über Antisemitismus. Wenn wir ehrlich sind, das Problem ist zu einem substanziellen Teil von der Zuwanderung verursacht. Und das sind nicht Leute, die einfach etwas gegen die Juden haben, sondern das sind Leute, die die christlich-abendländische Kultur, wo das Judentum auch mit eingeschlossen ist, die auch dazugehört, das sind die Leute, die das generell ablehnen. Die halten nichts von Toleranz, nichts von Demokratie, nichts von friedlichem Zusammenleben. Die haben ganz andere Vorstellungen von einem Staatswesen. Und da wehre ich mich dagegen. Da müssen wir einen Riegel schieben, sofort. Die Leute haben da nichts verloren. Sonst können wir unser System abschreiben. Macht dir das keine Sorgen? Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt die Demonstrationen siehst in London, oder? Wo man sehr, sehr viele Leute sieht, auch in Paris, wo eine Mörderorganisation wie Hamas unterstützt und gut findet. Und eben, ich meine, es ist offensichtlicher Antisemitismus auf diesen Strassen. Und sehr viele von diesen Leuten sind Migranten. Findest du nicht, ja, auch da, vielleicht sind wir schon ein bisschen blauäugig. Also was man für Bilder hat jetzt und für Informationen aus von diesen Demonstrationen, die jetzt Gregor angesprochen hat oder du, also das ist selbstverständlich, macht das Angst und ist eine Situation, die inakzeptabel ist, völlig inakzeptabel, wo auch man sich schon einmal fragen muss, wie hat man können dort hinkommen können. Ich finde es aber nicht ganz richtig, das 1:1 auf die Schweiz zu übertragen. Weil also diese Demonstrationen haben wir ja zum Glück in unserem Land nicht. Ja, weil wir noch eine SVP haben. Nein, und da muss man ganz, also da bin ich völlig einverstanden, dass man da muss mega genau hinschauen muss und dass man muss konsequent sein und dass, man das, dass das untolerierbar ist. Da bin ich völlig einverstanden. Ich bin auch, wenn wir jetzt schauen, also es ist ja sehr bedauerlich, dass in der Schweiz der Antisemitismus auch zunimmt. Also nicht schlimm. Nur, es ist ganz schlimm und nicht nur, nicht einfach nur auf Migrationstriebe, nicht nur. Es ist ein schwelender Antisemitismus da, der auch an den Schulen und in der Öffentlichkeit zunimmt. Ich finde das extrem besorgniserregend und ich finde, da muss man auch wahnsinnig aufpassen, dass man das auch wirklich im Keim bekämpft. Und wir haben ja dort auch, also das finde ich schon auch wichtig, wir haben ja dort die Antirassismusstrafnorm, die ich immer unterstütze, die wir zum Glück nie abgeschafft haben, wo ja unter anderem der Gregor hat wollen abschaffen über längere Zeit. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Instrumente, die auch helfen, sehr konsequent von Anfang an das zu unterbinden. Und also die aktuelle Lage, wo man auch in der Schweiz das spürt, wo ich auch im Austausch mit der jüdischen Bevölkerung immer wieder ja, auch spüre, wo die Ängste sind, finde ich wahnsinnig besorgniserregend. Ich finde das aber nicht richtig, 1:1 jetzt die Demonstrationen von Deutschland, jetzt auch das von London, nein, einfach auf die Schweiz zu übertragen. Nein. Das dunkelt mich ehrlicherweise politisch klar. Auch ein bisschen eine Instrumentalisierung zugunsten von unserem Monat. Ich mache mir Sorgen um unsere Grundwerte. Um das geht es. Ja, ich mache mir Sorgen um unsere Grundwerte. Und die Antirassismusstrafen, die habe ich abgelehnt, weil ich finde, das ist eine Aufgabe von der Gesellschaft. Oder? Und das ist immer bequem, oder? Wenn man sagt, der Staat soll etwas lösen. Hätte ja nichts genützt in Deutschland, in Frankreich und in Amerika haben wir das alles auch. Also sind ihr der Meinung, dass man die Antirassismusstrafen abschaffen? Das finde ich eine interessante Aussage. Wir müssen das diskutieren, aber es hat überhaupt nichts genützt. Und was ich wirklich finde, der Zusammenhang, dass Migration und das Problem von einer gewissen, wie soll ich sagen, Unberechenbarkeit zusammenhängen, das ist offensichtlich in Ländern wie Frankreich, England oder Deutschland. Das stimmt, bei uns ist es noch nicht so weit, aber wirklich auch, weil wir wahrscheinlich bei der Asylpolitik immer noch viele Sachen relativ gesehen besser machen als andere. Genau. Das finde ich aber, dass Migration mittlerweile auch eine Bedrohung geworden ist von unseren Ländern im Westen. Das finde ich schon offensichtlich. Und das muss man schon einmal diskutieren und muss man auch mal anfangen, ehrlich zu sein. Sonst, weil in 10 Jahren sind wir vielleicht in der gleichen Situation. Ich finde nicht, also ich habe überhaupt kein Problem, dass man nicht über die Schattenseite von der Migration redet. Was mich stört, ist eine Pauschalisierung und eine Instrumentalisierung. Und ich bin der Meinung, das hast jetzt du auch gesagt, dass wir vieles, was die Integration anbelangt, einfach viel besser machen als andere Länder. Hat sicher auch mit den Zahlen zu tun. Wir haben ein sehr strenges Asylgesetz, das wir konsequent umsetzen, das selbstverständlich nicht perfekt ist. Das will ich gar nicht schönreden. Das ist selbstverständlich nicht perfekt. Aber behaupten, wir hätten jetzt die Ghettoisierung, die wir in Deutschland, in England... Nein, aber ihr habt das Beispiel, die Situation von den anderen Ländern, sagen jetzt das Großbritannien, Frankreich, Deutschland, übertreibt
reagiert eigentlich auf die Diskussion, die wir haben in der Schweiz. Und wir haben dort in diesen Ländern eine Ghettoisierung, die ich auch sehr beunruhigend finde und die wir in der Schweiz schlicht und einfach nicht haben. Zum und Glück. Wir müssen schauen, dass es nie so weit kommt. Da bin ich völlig einverstanden. Ja, nein, ich habe das nicht pauschalisiert. Ihr sagt einfach immer, wenn man das Thema anspricht, sagt ihr immer, oh, jetzt missbrauchen das wieder, oh, jetzt pauschalisieren das wieder. Ich will ganz seriös darüber reden und ich will nur zeigen, anhand von diesen Nachbarländern, was kann passieren, wenn wir nicht jetzt aufpassen. Und ich mache mir echt Sorgen um unsere Grundwerte, um Demokratie, um Toleranz und dem wird die Sorge. Ja, jetzt müssen wir zuerst einen kurzen Break machen. Für alle die, die nicht schlafen können, müssen wir jetzt euch zeigen, wie man das könnte machen, wenn man nicht mehr schlafen kann, wegen der Migration, wegen der Energiepolitik, wo wir nachher darüber reden. Der PowerNap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch. Ja, Energiepolitik. Wie haben wir Strom in dem Studio, wo wir jetzt hier aufnehmen, in der Genferstrasse in Zürich oder irgendwo sonst die Menschen in diesem Land, die Firmen und so. Woher kommt der Strom, wenn wir den AKW abstellen, 2035 oder später, Diana Moser? Es braucht einen Mix von Massnahmen schlussendlich, dass wir das anbringen. Es ist sicherlich der Ausbau von der erneuerbaren Energien, wo wir jetzt Ende Legislatur ein grosses Paket beschlossen haben. Das sind Energieeffizienzmassnahmen, wo wir auch einen Schritt weitergekommen sind. Und es braucht Speicher in dem Sinn, also damit wir auch Möglichkeit haben, vor allem auch dann in den Winterlucken genug Versorgung zu haben. Und wir brauchen das Stromabkommen. Es sind auch die vier Pfeiler, die es hat, damit wir auch wirklich die Stromversorgung anbringen. Wir sind einen Schritt vorwärts gekommen, sage ich jetzt mal auf Ende Legislatur. Wir haben schon mehr, als wir mal hatten. Wir sind noch nicht ganz auf Kurs, das ist sicher so. Darum muss man dann schauen, wie wir umgehen mit den AKWs. Sollte man allenfalls auch eine Laufzeitverlängerung müsste machen. Ich hoffe, dass das nicht notwendig wird sein. Das sind wir jetzt, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Das Laufensgesetz, sage ich jetzt mal, Gesetzesberatungen sind ja da im Tun. Grosse Kraftwerke, wie sie in der Energiestrategie vorgesehen sind, 6 bis 9 Gaskraftwerke oder so, das braucht es nicht, deiner Meinung nach? Also wir haben jetzt so Notkraftwerke wie Bier und es sind jetzt noch mehr ausgeschrieben, die man müsste bauen. Vor allem aber hat das damit so, dass wir 500 Millionen, dass wir auch kein Stromabkommen haben, ehrlicherweise, weil man einfach dort die Sicherheit muss anstellen muss. Ist sehr teuer, zahlen wir alle auf unserer Stromrechnung schlussendlich. Ist sehr bedauerlich, hätte man können abwenden können, wenn man entsprechend Beziehungen zur Europäischen Union hätte können regeln, wenn man Stromabkommen hätte. Albert Rösti sieht das anders. Ja, das ist sehr interessant, dass der Albert Rösti das Gegenteil von den Experten sagt. Ich hoffe, das ist nicht ein Experte, das ist einer von der Swiss Grid, also, der genau. Sich viel zu tun hat als Blödsinn. Ja, ja. Also die Energiedirektoren vom Kanton Zürich sagen das auch. Ja, der Stromabkommen ist... Nein, nicht nur... Stromabkommen ist meiner... Das Hauptproblem gegen Rotz, siehst du das? Also wir diskutieren. Das hast du gesagt. Wir diskutieren. Nein, einer von 4 Pfeilern. Ich habe 4 Pfeiler genannt und das ist einer. Genau. Wir diskutieren das Thema ja nicht zum ersten Mal miteinander. Diana Moser hat jetzt mehrmals schon gesagt, dass man allenfalls über die Laufzeit der Kernkraftwerke müssen reden. Und das ist doch immerhin schon mal ein Hoffnungsschimmer, dass man da das nochmal anschaut mit dieser Energiestrategie, die aus meiner Sicht einfach gescheitert ist. Oder man hat sich da von Wunschvorstellungen, treiben lassen, ideologische Fahrpläne ins Zentrum gestellt. Und dabei das Wichtigste ist, dass wir einfach genug und zahlbaren Strom haben. Oder? Und das hat man sich mit dieser Energiestrategie schon ein bisschen verjasset. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben realistisch ist, dass man das Stromabkommen von mir aus, kann man das ja diskutieren, aber das geht dient dem Stromhandel und nicht der Stromversorgung. Und das funktioniert nur dann, wenn man auch etwas hat zum Handeln. Und wenn Österreich und Deutschland eben die gleichen Fehler machen wie wir, dann bleibt am Schluss noch Frankreich, falls dann dort die Kernkraftwerke noch laufen und funktionieren und etwas an Strom übrig ist von uns. Also das ist irgendwo durch einfach alles ein bisschen kurzsichtig und ich finde, wir müssen auf den Boden von der Realität zurückkommen. Ich hoffe, dass das in der nächsten Legislatur gelingt. Es hat ja auch ein bisschen Korrekturen gegeben in der Zusammensetzung vom Parlament und das scheint mir einfach wichtig, oder? Weil Versorgungssicherheit ist zentral, das ist eine Rahmenbedingung, die elementar ist, weil sonst geht jeder Betrieb irgendwo anders hin, wo er genug Strom hat. Und ich habe nichts gegen Windrädchen und Solarenergie, oder? Aber man kann nicht meinen, dass man da alle Probleme löst, oder? Abgesehen davon, dass es ästhetisch doch sehr fragwürdig ist an vielen Orten. Also, das ist von Atom.
Das ist immer noch. Was ist? Ja, das ist immer noch der Code überhaupt. Bis morgen Mittag kommen wir mit dem Rabattcode Atom, 50% genau. Rabatt auf dem. Nur noch bis morgen Mittag. Genau. Und wenn wirklich Jana Moser jetzt sagt, sie will ein neues Atomkraftwerk, dann tun wir auch dich auf den Code. Nein, aber sag mal, ist es für dich etwas, was denkbar ist? Wir haben schon mit Jürgen Grossen geredet. Jürgen Grossen war ein bisschen flexibler in dieser Frage. Ist für dich Atomkraftwerk neu? Neueste Generation, ist das ein Thema oder nicht? Ich weiss nicht, ich habe dort nicht so einen wahnsinnigen emotionalen Zugang, wie das ja oft der Fall ist. Oder es gibt die unglaublichen Befürworter und dann die totalen Gegner. Und ich komme selber aus der Wissenschaft, ich habe lange an der ETH gearbeitet, ich habe dort einen relativ nüchternen Zugang. Und schlussendlich ist es einfach so, dass sich momentan ein Bau von der AKWs nicht lohnt. Niemand will das aus ökonomischer Sicht. Und die Risiken. Aus politischen Gründen. Ja, also jetzt. Also du bist auch ein klarer Atombefürworter, oder? Ja, aber es ist ja klar, dass wenn politisch natürlich kein Konsens da ist, ist logisch, dass jeder Investor sagt, ist mir zu unsicher. Deshalb finde ich es immer ein bisschen unehrlich, wenn man sagt, ja, aus ökonomischen Gründen. Nein, also ich sage noch schnell, also es gibt niemanden. Ja. Es ist jetzt einfach, sagen wir, so die Bemerkung dazwischen, das habe ich schnell müssen einordnen. Und das andere ist natürlich die Sicherheit und die Risikofrage. Und es gibt momentan keine neue Generationen, wo man wirklich kann sagen, die Probleme sind gelöst. Und darum finde ich, dass man die Diskussion führen kann. Ich sehe keinen Weg, wo es notwendig macht, jetzt ein neues AKW zu bauen. Und zwar einfach aus Grundüberzeugung. Wenn wir wirklich an den Punkt kommen, wissenschaftlich, wo wir die Probleme, die die AKWs bringen, können lösen, dann kann man mit mir über das reden. Also wir haben ja als Grünliberale bewiesen mit der ganzen Positionierung zur Gentechnologie, dass wir bereit sind, auch bestehende Positionierungen zu überdenken, wenn wir sehen, dass wir einen ganz neuen Erkenntnisstand kommt. Und da bin ich also mit beteiligt gewesen. Das ist nicht nur ein einfacher Prozess gewesen für uns auch als Partei. Das CRISPR-Cas, das ist meiner Meinung nach eine neue Generation, die wirklich aus wissenschaftlicher Sicht akzeptabel ist, wo man kann sagen, man kann nicht einfach ideologisch sehen, dass einfach weiter dahin alles verteufeln. Aber bei den AKWs ist das eine völlig andere Ausgangslage. Es gibt keine Notwendigkeit, jetzt vor allem noch all die Schritte, also wir haben ja Volksabstimmung gehabt für die Energiewende, abgesehen davon, dass man jetzt all die notwendigen Schritte einfach auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt, verzögert, nur wie man wieder ein AKW herbeiredet. Und da weigere ich mich, das ist einfach nicht die richtige Strategie. Ja, und jedes Mal, wenn wir in diesen Volksabstimmungen darüber diskutiert haben, wie das jetzt für sich soll gehen mit der Energie, mit der Klimapolitik, ist gesagt worden, ja, das kostet unter dem Strich nichts, das bringt sogar noch Vorteile etc. Und Faktum ist, es ist alles viel teurer geworden. Und da sind wir wieder bei der Diskussion von vorher, oder? Dass der Mittelstand am Schluss einfach draufleiht. Weil wenn die Energiepreise durch die Decke gehen und die Wirtschaft da mehr Kosten hat, dann wird am Schluss alles teurer, oder? Auch mit diesen ganzen Verboten habe ich Mühe, in dieser Energiestrategie, dass man den Leuten vorschreibt, was sie machen müssen, oder? Statt dass man irgendwo einfach den Markt spielen lässt. Und wenn man am Schluss muss Häuser leer künden, um die ganzen nötigen energetischen Sanierungen vornehmen, werden am Schluss einfach die Wohnungsmieter teurer. Das ist eine einfache Rechnung, oder? Und das zahlt am Schluss auch wieder der Mittelstand. Und dann muss der Staat wieder eingreifen, oder? Das kostet ja auch wieder, weil das zahlt am Schluss die Steuerzahler, das sind wir alle. Es ist einfach so ein ganz langsames Reinrutschen in eine Planwirtschaft. Und das widerstrebt mir total. Nein, wirklich. Ja, man muss Klima- und Umweltpolitik und vor allem Energiepolitik auf die Wirtschaft ausrichten und mit der Wirtschaft machen. Und nicht über Verbot wieder reden. Also ich bin hundertprozentig einverstanden. Und wenn wir einfach, also der Preis, den wir heute zahlen, ist der Folge vom Reformstau. Und das ist, ich weiss, der Gregor Rutz gehört das nicht gerne. Er wird immer wieder widersprechen, wenn ich das sage. Ja, aber über die Hälfte vom Strom, von der Strompreiserhöhung haben wir in diesem Land ab nächstes Jahr, wie wir versagt haben, in der Europapolitik und kein Stromabkommen. Ja, das ist ein Reformstau. Wir haben doch eine super moderne Wirtschaft in der Schweiz. Das sind zwei Sachen. Er redet immer vom Handel, sind zwei Sachen. Das sind die Notkraftwerke, die man bauen muss. Das ist gut, aber die haben wir, weil wir Mühleberg abgestellt haben. Nein, das hat und weil auch wir kein neues AKW gebaut haben, wo wir 2011 Pläne auf dem Tisch gelegt haben. Man muss sich schon mal den Namen Notkraftwerk also, auf die Zunge zu ausreden. Das hat mit den Ausgleichsmassnahmen zu tun, weil schlussendlich müssen wir ja können die Stromversorgung. Die machen wir ja für Deutschland, damit dort nicht ein Blackout passiert. Wir müssen Ausgleichsmassnahmen können über Grenzen sicherstellen und das machen wir mit den Notkraftwerken. Das hat mit dem zu tun, da müssen wir jetzt noch zusätzlich bauen. Und das andere ist die ganzen Schwankungen.
Die müssen wir kompensieren. Aha. Da braucht es Kompensationsmassnahmen, die kosten aha relativ viel. Das hat mit dem mangelnden Stromabkommen aber zu tun. Diana, das sind Diana, die zwei Diana, Sachen. Diana, Produktion im Inland. Nein, Diana, es hat Ausgleichsmassnahmen gebraucht. Also, du hast ja überhaupt das Problem in Europa, dass wir zu wenig Strom haben. Das ist ja nicht so. Das Stromabkommen könnte das Problem lösen, dass auch die Deutschen zu wenig produzieren. Und wo Kernkraftwerke in Frankreich stillstanden sind, haben wir ein riesiges Problem gehabt. Wir haben in der Schweiz etwa 1,5 Millionen mehr Bevölkerung gehabt. Wir haben aber Produktionskapazität faktisch nicht ausgebaut. Das ist ja logisch, dass wir ein Problem bekommen. Aber ich würde jetzt gerne noch einfach, wenn Planwirtschaft der Strom, weiterführen. Wenn der Rahmen grösser ist, also wir sind einfach, wenn wir allein, wir können es relativ einfach runterbrechen, wenn wir allein autark, wenn die Stromversorgung in diesem Land sicherstellen, dann kostet das ein Vermögen. Nein, aber wir müssen einfach nur, wir haben das Bevölkerungswachstum in ganz Europa und wir haben überall zu wenig Kraftwerke gebaut, ganz einfach. Ja, aber dann muss man Ausgleichsmassnahmen machen. Es geht nicht um das. Also das Stromabkommen bringt nichts, weil wir überall zu wenig Strom haben in Europa. Gut, aber jetzt wollen wir auf Europa gehen. Der Bundesrat wird wieder verhandeln, was es jetzt heisst Paket, das heisst nicht mehr institutionelles Abkommen. Wie siehst du das? Ist das etwas, was gut ist? Kommt das gut? Oder wie siehst du das? Kann bis nächsten Sommer. Also wir reden ja da über die Ständeratswahl im Kanton Zürich, oder? Und schlussendlich ist es, sind wir eine total exportorientierte Wirtschaft in der Schweiz grundsätzlich und auch im Kanton Zürich. Also die Logik, dass man jeden zweiten Franken im Ausland verdient, die ist auch runterzubrechen auf unseren Kanton. Und entsprechend ist, wenn man gerade über die Standortattraktivität redet, ist der Mehrzugang entscheidend. Das ist selbstverständlich weltweit der Fall. Also ich bin auch eine Befürworterin von den Freihandelsabkommen, dass man auch, zum Beispiel auch mit den USA, finde ich, wäre es wichtig, dass wir eine Lösung finden. Aber selbstverständlich ist der wichtigste Partner Europa. Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut, wie es auch der Industrie geht, dann ist es einfach so, dass gerade auch die Industrie, unter anderem, man kann verschiedene Branchen nehmen, die braucht auch den Marktzugang. Und ich aber würden wir den verlieren? Man würde verlieren, das Einzige, wo man könnte eventuell erodieren, wäre der privilegierte Marktzugang. Weil China hat Marktzugang, die USA hat Marktzugang in der EU. Also das ist Unglaubliche, das Project Fear, die Angstmacherei, dass man keinen Marktzugang mehr hat. Das stimmt einfach nicht. Also wir haben einfach Benachteiligungen, nicht die Vorteile, die wir jetzt hätten. Man kann selbstverständlich, das finde ich ganz wichtig, man kann sagen, hundertprozentig, man will das nicht. Wir sagen Nein zum Paket Bilaterale, was alles dazugehört. Weil ich meine, so wie wir es gehabt haben, das gibt es ja nicht mehr. Also es tut jetzt einfach schrittweise erodieren, Horizon ist schon draus. Wir haben jetzt die einzelnen... Nein, das ist aber Teil des Pakets. Irrelevante Diskussion, ob es jetzt Marktzugang oder Kooperation ist. Ich würde sagen, es ist für den Standort Zürich absolut entscheidend, dass wir wieder das Forschungsabkommen haben. Es ist weltweit das grösste Forschungsabkommen. Wenn wir die ETH und die Uni zu Spitzenuniversitäten behalten, dann brauchen wir den Zugang. Das sind wir offensichtlich immer noch und offensichtlich auch ohne Horizon ist das gegangen. Aber jetzt, Gregor Rutz, wir sind... Offensichtlich 3-1. Ja, aber du kannst wissen, das heisst, bedeutet nicht, dass du 3-mal mehr darfst reden als der Gregor Rutz. Ja, ich kann gerne ein Päusli machen. Das ist kein Problem. Also, wir sind uns einig, wir wollen die bilateralen Verträge weiterführen. Wir sind uns einig, dass wir geordnete Beziehungen brauchen zu der Europäischen Union. Haben wir. Ich verstehe die Unternehmungen wegen Mehrzugang, selbstverständlich. Das ist klar, brauchen wir als exportorientiertes Land. Aber ich plädiere einfach dafür, A, nicht um jeden Preis, nicht jeden Kabis mitmachen und zweitens ein bisschen die Augen offen haben auf den ganzen Planeten, auf alle anderen Kontinente auch noch. Ich hatte gestern einen Anlass mit Meta, Internetkonzern, Facebook und so weiter.
weiter. Und dann haben wir über künstliche Intelligenz und solche Sachen diskutiert. Und es war noch spannend gewesen. Es ist unter allen eigentlich Einigkeit drin bestanden, dass Europa in dem Ganzen gar keine Rolle mehr spielt. Der Film spielt noch immer anders. Amerika ist viel weiter, China ist viel weiter. Die Länder haben auch viel liberalere Gesetzgebungen. Also Meta zum Beispiel sagt, in Europa tun sie vieles gar nicht mehr machen oder wollen das gar nicht auf den Markt bringen, gewisse Produkte. Sie sagen, bei diesen Gesetzgebungen ist das gar nicht mehr attraktiv. Und das zeigt, oder? Also das ist recht eine marode Geschichte hier in Europa. Selbstverständlich brauchen wir gute Beziehungen, aber wir müssen aufpassen, oder? Weil unsere Unternehmungen brauchen nicht nur den Marktzugang, sie müssen vor allem auch gute Rahmenbedingungen haben in der Schweiz, an ihrem Standort. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit diesen bilateralen Verträgen am Schluss nicht das noch verkacheln, oder? Und dann ist nämlich dann alles vergeben, oder? Darum sage ich, institutionelle Anbindung auf keinen Fall. Darum haben wir ja den bilateralen Weg gewählt, weil wir nicht institutionell zu der EU haben wollen. Also da müssen wir wirklich aufpassen und umgekehrt eben nicht die Perspektive verlieren für Asien, für Amerika und so weiter. Hast du nicht das Gefühl, der Mist ist eigentlich geführt? Weil der Bundesrat hat jetzt wieder gesagt, wir tun wieder verhandeln und er kann jetzt nicht nochmal einmal abbrechen. Also meine, aber die EU weiss eigentlich, die Schweiz muss mehr oder weniger zustimmen. Also wir haben zwei Hauptprobleme. Das Problem eins ist, dass die Regierung einfach nie irgendwie gescheit kann sagen, was wollen wir eigentlich, und dann ein bisschen intelligent in die Verhandlungen hineingehen. Es ist schon wieder irgendwo eine riesen Hektik und ein Zeitdruck. Das darf man nie, wenn man verhandelt. Und zweitens haben wir eine Verwaltung, die eine eigene Agenda hat. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Die meisten dort wollen am liebsten einen EU-Beitritt. Aber das ist am Schluss nicht das, was das Volk will, die Mehrheit, bin ich überzeugt. Und das ist auch nicht das, was das Ziel führt. Und dort müssen wir endlich mal Ordnung haben im Fadenzähnchen. Also was ich einfach faszinierend finde an dieser Argumentation, ist ja wie Europa klein reden. Also man kann sagen, dass ich sage überhaupt nicht, dass in allem die Europäische Union perfekt ist. Fakt ist, wir sind mitten im Zentrum von Europa und sie sind absolut entscheidende Wirtschaftspartner. Wenn man jetzt den Kanton Zürich anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, also man kann fragen, wer man will. Es ist absolut entscheidend, dass wir gute Beziehungen haben, dass wir Marktzugang haben. Und die Europäische Union so ein bisschen suffisant schlecht reden und als irrelevant bezeichnen. Aber es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, die Europäische Union ist perfekt. Fakt ist, wir müssen eine gute Beziehung haben zu ihnen. Und jetzt behaupten, wir können einfach so tun, als wäre nichts anderes notwendig und jetzt das schlechter, damit wir nachher möglichst keine Lösung finden. Das kann man als Politik verfolgen, ist dezidiert nicht meine Haltung. Ich bin der Meinung, wir müssen die Bilateralen im Interesse von unserem Kanton, von der Wirtschaft und der Bevölkerung in die Zukunft führen. Und das geht nur mit einer Lösung, wo ob man jetzt das bilaterale 3 nennt, ob man das institutionelle nennt, das ist für mich ein bisschen sekundär. Es braucht einfach einen Rahmen in dem Sinn, wo man die Streitbeilegungsmechanismen etc. kann klären, damit man nicht jedes Mal wieder am gleichen Punkt steht. Also. Und das ist meiner Meinung nach 100% im Interesse von unserem Kanton. Natürlich. Und das kann man ablehnen, dann sagt man, nein, man will das nicht, dann muss man aber auch in Kauf nehmen, dass man schrittweise, ich sage immer, quasi die jetzige Situation ohne Lösung ist eigentlich wie ein Brexit auf Raten. Nein. Das ist eine Erosion von der Beziehungen, die am Schluss einfach nichts. Das sind Worthülsen. Nein, das ich bin ist keine mit dir Worthülse, einverstanden, dass wir Rechtssicherheit brauchen für die Zukunft. Ja. Das ist elementar für die Wirtschaft. Der Unterschied ist, ich tue nicht einfach sagen, wir müssen ganz lieb sein mit der EU und wenn wir da jetzt nicht sofort einschwenken, dann fällt alles zusammen und dann sind wir Mausi. Das stimmt nicht. Also man muss es realistisch anschauen. Wenn man verhandelt, muss man auch immer schauen, in welcher Situation ist der Verhandlungspartner und was will der. Und Faktum ist einfach, und das ist das, was ich sage, Europa ist nicht in Hochform. Die Länder sind vollkommen in einem maroden Zustand. Viele sind faktisch Konkurs, man darf es einfach nicht laut sagen. Jetzt mit den Beitrittskandidaten im Osten nimmt das Ungleichgewicht noch mehr zu. Am Schluss muss man schauen, wer bezieht und wer schafft überhaupt noch und bringt etwas etc. Also Europa ist durchaus interessiert daran, gute Beziehungen haben mit der Schweiz. Aber es ist nicht so, dass wir einfach nur Bittsteller sind. Und wenn man das ein bisschen pragmatisch anschaut, und vor Verhandlungen, muss man immer die Auslegeordnung machen. Man muss sich auch bewusst sein, wo sind die Stärken und man muss wissen, was man will. Und das machen wir nicht. Oder wir rennen da etwas rein. Vor allem darum, weil eben in der Verwaltung sehr viele Leute am liebsten beitreten. Und das kommt nicht gut. Also wenn wir jetzt noch mal zuhören, was der Gregor Rutz gesagt hat, ist eine summarische Negativbewirtschaftung von der Europäischen Union. Das ist eine Auslegeordnung. Die kann man haben. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so negativ. Ich finde auch nicht, dass man, wenn man global schaut, habe ich nicht das Gefühl, die Europäer sind unsere Feinde und die wir in schlechtesten Beziehungen sollten haben, sondern ich bin der Meinung, eine partnerschaftliche Beziehung mit der Europäischen Union
habe ich das Gefühl, ist im unmittelbaren Interesse von unserem Land. Wenn ich mit bekannten deutschen Unternehmern rede, ich habe ein paar Freunde, die haben mittelständische Unternehmen, 500 bis 1000 Angestellte in Deutschland, wenn ich mit denen rede, dann tönt das einfach anders, als es von euch tönt. Und das weißt, sind Leute, tönt immer die, ein bisschen anders. Gregor, auch wenn ich die kennen die Situation. Setz die Tür, Dominik, setz die Tür. Nein, meine Gäste, es geht doch eigentlich, wir müssen ja darüber reden, eine partnerschaftliche Beziehung, was das heisst. Oder du bist also dafür, ich will noch schnell sagen, du bist dafür, dass wir eine völkerrechtliche Verpflichtung eingehen, zum Nachvollzug von allen Regulierungen, die irgendwie mit diesen bilateralen Marktzugangsverträgen irgendeinen Zusammenhang hat. Oder? Das ist das wirklich partnerschaftlich? Frage 1. Und zweitens, die Regulierung ist ein Albtraum für den Standort. Also unser Standort ist am Schluss, der Standort Zürich ist dann irgendwann gleich schlecht wie der Standort Lörrach, Mühlhausen, irgendwo. Und wer investiert denn noch da, wenn er aber an einen anderen Ort investieren kann, wo die Löhne viel tiefer sind? Es ist am Schluss ein Race to the Bottom für die Löhne, für die Wirtschaftsentwicklung, für den Kanton Zürich. Das ist doch die grosse Gefahr. Wir können doch nicht gleich schlecht sein, wir müssen doch weltoffen sein, statt europhil. Also vor allem, du redest ja nur über die Regulierung und das ist der entscheidende Punkt. Also wenn wir über Worthäuser reden, Es geht nur um das. Vorher hast du also gesagt, Europa, Find und so weiter. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass die EU unglaublich viele Regulierungen beschlüsst, die sehr viel am Standort Europa geschadet haben. Das ist der Punkt. Und deshalb haben sie auch Probleme in Europa. Und deshalb ist doch die Frage, welche Regulierungen wollen wir übernehmen, die vielleicht nicht so gut sind für uns und welche nicht. Und deshalb ist doch die Diskussion so, meiner Meinung nach, heikel jetzt. Weil, wenn wir eine Automatisierung haben von dieser Übernahme, müssen wir sehr viele Regulierungen übernehmen, die nicht gut sind. Schon jetzt haben sie, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach eine Bewirtschaftung, meiner Meinung nach. Weil wenn wir, also jetzt wissen wir noch nicht genau, was kommt. Was wir haben, ist schlussendlich dann bei diesen 5 Marktzugangsabkommen eine sogenannte Dynamisierung. Was wir heute nicht haben, einfach mal zu sagen, weil über das redet ja vor allem die rechte Seite redet ja nicht gerne über das, was wir nachher haben, ist definitiv mehr Mitsprache. Nicht mit Entscheidung, sondern mehr Mitsprache. Wie wir das zum Beispiel jetzt bei Schengen, da wie gesagt haben, dass man Schweizer Eigenheiten kann reinbringen kann, wo man sagt... Also ich muss jetzt ganz, ich finde jetzt ganz ehrlich, also ihr könnt Schengen künden, tut doch Schengen künden, wenn ihr das Gefühl habt, nein, aber wenn ihr das Gefühl habt, es gehe uns besser dann. Nein, aber Diana, ich habe dieses Argument aufgenommen. Und was wir haben, sind bei diesen 5 Marktzugangsabkommen, geht es ja vor allem nachher um Standardsetzung, wo wir heute teilweise mit dem über den automatischen Nachvollzug hier schon machen. Und doch, selbstverständlich. Bei der Medtech-Regulierung haben wir erlebt, das ist 525 Millionen im Jahr. Gut, also und wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, dann können wir das nicht übernehmen. Und dort sagen wir immer, das ist ja unglaublich, dann werden wir bestraft etc. Nein, es geht schlussendlich einfach um gleich lange Spiesse. Es geht um gleich lange Spiesse, dass wenn man nachher sagt, wenn wir etwas nicht übernehmen wollen, dann muss man nachher schauen, dass, ich sage jetzt mal, nehmen wir irgendein Chemikalienprodukt, wo in der Europäischen Union nicht zugelassen ist und in der Schweiz schon, wir wollen das verwenden. Dann muss man nachher schauen, gibt es eine Ungleichbehandlung auf dem Markt? Und dann gibt es eine Ausgleichsmassnahme. Das finde ich, ehrlich gesagt, also vom Gedanken her, dass wenn wir an dem März teilnehmen wollen, dass es dann gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt, das ist ja völlig logisch. Und das verlangst du nicht. Das ist ja, nein, aber das ist ja nicht bei jedem... Das ist einfach nicht der Freihandel, wie man den kennt, oder? Wie er 500 Jahre erfolgreich war und Wohlstand geschaffen hat. Aber dann sagen doch, dass man das beendet. Das ist doch kein Problem. Ich wollte Freihandel. Also, ja, das wollte ich nicht. Also, das ist jetzt... Entschuldigung, Freihandel statt Imperialismus kann man sagen, sage ich nicht. Ich will nicht Freihandel anstatt bilaterale Beziehungen mit Marktzugang. Ja, das kann man sagen. Wenn man einfach nur Freihandel will, das ist ein Modell, das auf dem Tisch liegt. Selbstverständlich. Gut, ist also nicht mein Modell. Vielleicht ist das Modell von Gregor Rutz. Freihandel. Fertig. Wie Brexit. Zwei kurze Stichwörter noch zum Abschluss, dass ich da mich noch mal ein bisschen einbringe in das Thema. Ja, hoch emotional. Das wird mir noch ein Stellen. Das ist wunderbar. Genau. Ja, eben. Genau. Die FDP ist schon draußen. Nein, Folgendes. Also erstens einmal Dynamisierung, oder? Das ist ein ganz gefährliches Wort. Das tönt so positiv, es wird ja jeder ein bisschen Dynamik. Aber wenn man jetzt über Abkommen redet,
dann ist es ganz wichtig, dass man weiss, was unterschreibt man. Weil als Staat gibt man immer ein bisschen Freiheit, ein bisschen Souveränität preis, wenn man etwas unterschreibt und sich auf etwas einlässt. Und eine Dynamisierung heisst nichts anderes, als dass sich die Verträge nachher selbstständig weiterentwickeln können, ohne dass man das noch irgendwie im Griff hat. Und das widerstrebt unserem Rechtssystem. Natürlich. Und das widerstrebt unserem Rechtssystem zutiefst. Oder? Also es hat einmal einen Bundesgerichtsentscheid gegeben, vor vielen Jahren, dass ein Bierlieferungsvertrag für ein Restaurant auf Lebzeiten seitenwidrig ist. Wenn man sagt, man darf nicht selbst, wenn man weiss, auf was man sich einlässt, darf man sich nicht auf unbestimmte Zeit auf so etwas einlassen. Und da ist es noch viel schlimmer. Oder? Wir unterschreiben etwas und da kann nach 5 Jahren etwas ganz anderes noch drinstehen. Wir haben gar nichts mehr dazu zustehen. Also das ist etwas ganz Gefährliches. Und das Zweite, was mit dem zusammenhängt, eben, ich bin absolut für mehr Zugang, ich bin für stabile Beziehungen, ich bin für wirtschaftlichen Austausch, aber warum man sich da politisch dann noch so muss unterordnen und integrieren, das habe ich nie begriffen, weil das hat ja überhaupt nichts zu tun mit der ganzen Geschichte von der Wirtschaft. Natürlich ist es so, wenn man die Unionsbürgerrichtlinien anschaut, Beihilferecht und so weiter, da geht es nicht mehr um wirtschaftlichen Austausch, sondern was die EU will, ist, uns ihr Rechtssystem aufzwingen. Und dort müssen wir schambar aufpassen, im Interesse von all den Unternehmungen, die mehr Zugang wollen, weil am Schluss stimmen die Rahmenbedingungen an ihrem Standort nicht mehr. Und das müssen wir verhindern. Gut, jetzt müssen wir langsam ein bisschen zum Ende kommen. Aber eine Frage ist noch offen. Welcher Gruppe im Ständerat trittst jetzt du bei? Jetzt gibt es möglicherweise keine Grüne. Falls sie gewählt wird. Falls sie gewählt wird, genau. Welcher Gruppe? Ich meine, du könntest ja auch der SVP-Gruppe beitreten, zum Beispiel. Oder der FDP-Gruppe. Ja. Dann gibt es nicht mehr viel. Sozialdemokraten wären noch offen. Welche ist es denn? Welches? Also relevant im Bundeshaus ist ja die Fraktion, das ist das politische Gremium und ich bin ja Präsidentin von der grünliberalen Fraktion und ich werde das auch bleiben. Und im Ständerat gibt es die organisatorische Frage, das ist jetzt ehrlicherweise recht offen. Ich habe das mit den Grünen, das ist ein Gespräch, das stattgefunden hat, das ist richtig, das habe ich auch transparent gemacht, dass wenn es mich bräuchte für Gruppengrösse. Und jetzt ist das wieder recht offen. Also jetzt bin ich mal am Schauen. Jetzt muss ich zuerst, wie gesagt, gewählt werden. Es gibt verschiedene Optionen. Mhm. Also ja, jetzt bei der SVP weiß ich nicht, ob ich dort so gut aufgehoben wäre. Weiss auch nicht, ob es mir würde empfehlen. Aber das ist in dem Sinn offen. Also jetzt muss man, wie gesagt, mal den Sonntag abwarten. Und die eine Diskussion, die dort stattgefunden hat, muss man mal schauen, ob die, was dann auch im Tessin noch passiert, etc. Mhm. Und weil du in der gleichen Partei bist wie der Jürg Gross, muss ich noch fragen, wer ist die hellste Kerze im Bundeshaus auf der Torte? Es gibt sehr viele helle Kerzen, zum Glück. Gut, niemand hat Geburtstag. Und wenn wir so viele helle Kerzen haben, dann können wir dann auch Geburtstag feiern. Danke vielmals für das Gespräch. Diana Moser von der GLP und Gregor Rutz von der SVP. Ständeratswahl im Kanton Zürich. Am nächsten Sonntag gehen alle wählen, ist ganz wichtig. Es geht um die Vertretung, die zweite Vertretung vom Kanton Zürich. In der kleinen Kammer. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war es am 16. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von unseren, vor allem euren Freunden von der GLP uns sehr empfehlen, zum Beispiel bürgerliche Hörer sowieso. Und das würde uns freuen. Tönt uns auch vor allem hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.